Odin, Thor und Loki. Immer mehr Menschen entdecken das Heidentum für sich. Sie beten alte Götter an, praktizieren germanische, keltische oder schamanische Kulte. Ich gelobe, zu beschützen. Eine Religion, die keine Kirchen und Hierarchien kennt. Seen, Quellen, seid willkommen. Wer sind die neuen Heiden? Was fasziniert sie an den alten Mythen und Riten? Und sind sie rechts? Das Wolfszeit-Metal-Festival in der Nähe von Leipzig. Der Schamane Phönix soll das Festival eröffnen, mit einem heidnischen Ritual. Warte kurz. Die Idee war, hier wieder der alten Götter zu gedenken. Bevor die Kirche kam, hatten wir Zusammenkünfte, wo viele Menschen der unterschiedlichsten Couleur und Ausrichtung zusammengekommen sind. Wir haben zusammen gefeiert, wir haben Recht gesprochen, Eheleiden wurden vollführt oder Eheversprechen abgegeben. Und als Deutschland christianisiert wurde, ja, da wurde das nach und nach alles verboten. Phönix will alte Kulte wiederbeleben. Euch, ihr alten Götter, euch Hohen zu ehren, den Segen euch Hoher, wünschen wir uns für dieses Festival, dass Frieden herrsche, der Tingfriede ausgesprochen sei, dass es keine Streitigkeiten gebe, keine Schlägereien, dass alle wieder ihren Müll mitnehmen, denn so ehren wir die Geister dieses Ortes und dieses Platzes. Heil, Odin! Heil! 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 Bei neuheidnischen Ritualen, den sogenannten Blots, macht üblicherweise ein Horn mit Met die Runde. Heil der Familie und wahren Freunden! Jeder darf etwas sagen. Wegen der Corona-Pandemie wird das Horn nicht herumgereicht. Die Redner schütten stattdessen Wasser auf den Boden. Heil euch! Heil dir! Heil! Phönix ist Ritualleiter, Schamane, Künstler und Buchautor. Seit über 25 Jahren ist er in der neuheidnischen Szene aktiv. Auf einem Metal-Festival ist er das erste Mal. Ich würde gerne was fragen. Wir sind jetzt seit mittlerweile 4 Jahren verlobt. Ich bin eigentlich christlich getauft, bin auch zur Kommunion gegangen und zur Firmung gegangen. Und Chris aber so gar nicht. Und der hat auch überhaupt nichts mehr mit am Hut. Wir hatten uns halt überlegt, vielleicht eine Trauung in die Richtung zu machen. Heidnische Eheleite. Genau, richtig. Ja, habe ich schon öfters gemacht. Ihr könnt euch dann gerne mal mit mir in Verbindung setzen. Dann kann man sich was zusammenstellen. Also es gibt so einen Grundpreis für die Zeremonie, 250 Euro. Und dann kommen halt noch die Anfahrt dazu, je nachdem. TV, mein YouTube-Kanal. Viele Neuheiten finden in den anderen Religionen oder Kirchen keine Heimat für ihre spirituellen Bedürfnisse. Das Heidentum bietet ihnen eine Alternative. Das Heidentum, soll ich sagen, zieht schon sehr viele bunte Vögel an. Es ist halt individuell gestaltbar. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, vielleicht, warum das Heidentum für viele Menschen auch interessant ist, weil man darf individuell sein. Man muss sich eben nicht den Vorgaben und Regeln einer monotheistischen Religion unterordnen, sondern du hast immer die Möglichkeit, noch etwas frei auszugestalten.
Vor der Ausbreitung des Christentums glaubten die Menschen an viele Götter. An germanische, keltische, griechische oder römische. Erst die christlichen Missionare bezeichneten Heiden als Ungläubige. Den Rest hat man ja auch vergessen, nicht? Von den ursprünglichen heidnischen Traditionen ist allerdings kaum etwas überliefert. Rudolf Simek hat viele Jahre zur germanischen Religion und Mythologie geforscht. Was wir eigentlich über die Religion der Germanen der Frühzeit, also wir sprechen ja hier von den ersten 5 Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, ist herzlich dünn. Wir wissen einiges über den Grabbrauch. Germanen haben ihre Toten verbrannt. Aber über die Opfertätigkeit wissen wir eigentlich nur durch diese Opferplätze. Der Mangel an germanischen Quellen liegt natürlich daran, dass vor der Christianisierung diese germanischen Völker nicht schriftkundig waren. Also sie schreiben nichts über sich selbst. Und das beginnt erst dann langsam mit den Missionaren, die etwas erfahren über diese Germanen, die dann schreiben, was diese Germanen denn tun, dass die Quellen und Moore und Wasserfälle und Bäume verehren und dass die so eine Naturreligion haben, meinen sie. Über die Götter erzählen die fast nichts. In der DDR war das Heidentum praktisch unbekannt. Auch Gudrun Panier, die am Chemiestandort Bitterfeld aufgewachsen ist, hatte nie etwas davon gehört. Sie begann aber früh an der DDR zu zweifeln. Ein System, das mit der Natur so zerstörerisch umging und die Freiheit der Menschen einschränkte. Ich war halt auf der Suche auch nach Antworten und ich habe mich immer für Geschichte interessiert und auch für Dinge, die älter sind, die länger her sind, Mysterien, alte Dinge. Und es gab halt keine anderen Gruppen außer Christlichen hier vor Ort. Ich habe dann halt in der Schulzeit mich sehr oft mit dem Pfarrer unterhalten, also lange Gespräche geführt. Und auch die Taufe, die ich mit 16 gemacht habe, war so ein bisschen rebellierend gegen den Staat. Nach dem Motto, es gibt was Alternatives und es gibt eine andere Form, die Dinge zu sehen, die noch älter ist als das, was ihr hier lehrt. Sie engagierte sich in der Kirche, der Friedens- und Umweltbewegung. Nach Abschluss der Schule ging sie nach Berlin und studierte Theologie. Das ist wirklich ein Ort mit spannenden Menschen. Es war so eine Insel in Berlin-Mitte, inmitten einer eigentlich total religionsfernen Welt. Und habe das hier auch genossen als Studium, fand aber nie so den Zugang zu einer tiefen Frömmigkeit. Aber ich war halt auch nie besonders tiefgläubig. Ich hätte sicherlich in der veränderten Situation der DDR, also wenn die Mauer stehen geblieben wäre, wäre ich höchstwahrscheinlich auch ins Pfarramt gegangen. Mit dem Fall der Mauer begann eine neue Zeit. Gudrun hatte ihr Coming-out als Lesbe. Und sie fühlte sich in der protestantischen Kirche nicht mehr zu Hause. Einen Tag, nachdem sie ihr Examen abgelegt hatte, trat sie aus der Kirche aus. Oh ja, es klappt schon. Mal gucken, ob es ein Kreis wird. Na, wenigstens ein veganes Ei. Das wunderschönste vegane Mehlei, was die Welt je gesehen hat. Nach einigen Jahren ohne religiöse Heimat stößt Gudrun Panier auf den Paganismus, wie das Heidentum auch genannt wird. Das war mein Priestergewand? Nee, das ist ganz einfach eine weiße Robe aus Thailand. Genau. Im Heidentum kann sie ihr Interesse an Spiritualität und Mystik ausleben. Mit heidnischem Namen nennt sie sich nun Sinmara. Das ist sozusagen die germanische Version des Lebensbaums. Der Baum ist ja bewohnt von diversen Tierchen und vor allen Dingen auch dieses Eichhörnchen, ja, das ist ganz wichtig. Ratatösk, das ist sozusagen der Nachrichtenüberbringer und rennt immer den Baum hoch und runter und erzählt immer der Schlange da unten, der Neidschlange, was da oben die netten, guten Tiere machen. Sinmara beschäftigt sich zunächst mit verschiedenen heidnischen Strömungen. Mit Magiern und Göttinnen-Spiritualität.
Heute praktiziert sie als Hexe oder Wicca, wie es in der Szene heißt. Lade ich ein das Element des Westens. Wasser, Flüsse, Seen, Quellen. Seid willkommen. Die Winde und Stürme und sanften Brisen. Seid willkommen. Die anderen in der Runde verstehen sich als Droiden. Im Heidentum feiern die verschiedenen Richtungen unkompliziert miteinander. Das machen die meisten im Paganismus, dass sie halt mal mit der einen Gruppe eine Zeit lang laufen, mal mit der anderen Gruppe. Und es ist auch kein Wechsel in dem Sinne. Es ist ja nicht so, dass man die Gottheiten, die man einmal gerufen hat, dann nie wieder ruft. Sondern es kommen einfach, das ist mehr so ein Baukasten, aus dem halt dann Bausteine dazukommen, aus anderen Traditionen. Und dann sich auch als passend erweisen zu dem, was man vorher gemacht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass die nordischen Gottheiten sich nicht verstehen würden mit anderen Gottheiten aus anderen Ländern. Das ist, glaube ich, einfach mal den paganen und polytheistischen Göttern ziemlich fremd, dieses Eifersüchtigsein auf andere Götter. Hekate, Mutter der Magie, alte Göttin, Herrin der Erde, Herrin der Dunkelheit und des Lichts, sei bei uns. Schließ die Tore auf, die für uns gedacht sind, und lass die für uns verschlossen, die noch nicht für uns geeignet sind. Es ist die Vereinigung von Mystik und Toleranz, der Respekt vor den Mitmenschen und der Natur, die Sinmara begeistern. Also wir Menschen sind Teil der Natur. Wir verändern die und wir sollten aufpassen, dass wir nicht respektlos damit umgehen und sie aufbrauchen und zerstören. Das ist etwas, was der Paganismus auch lehrt, auch im Blick auf die, die nach dir kommen. Sei die Ahnen oder der Ahne, auf den die anderen mal mit Stolz blicken. Wir können direkt anfangen mit dem Game. Das ist hart scheiße. Luna Schmeing liebt Computerspiele. Dann fangen wir doch mal. Die 18-Jährige filmt sich selbst beim Videospielen und stellt die Aufnahmen live ins Internet. Let me tell you about Senua. Etwa 60 FollowerInnen schauen zu, wie Luna in die heidnische Unterwelt abtaucht. Im Videospiel Hellblade. Ich finde es echt cool, dass in dem Spiel die Geschichte erzählt wird von der Entstehung der Welten und allem. Luna ist Heiden. Ihre Community kann ihr während des Games Fragen stellen. Heute interessieren sie sich für die nordische Mythologie, auf der das Spiel basiert. Wir haben in der nordisch-germanischen Mythologie für, wenn man es so will, alles einen Gott. Für die Fruchtbarkeit extra, für die Liebe, für den Kampf. Und zum Beispiel ist bei uns Loki der Chaosgott. Und der ist, ja, er stiftet aber nicht nur Chaos. Er ist sozusagen das Gegensatz zu dem Guten, weil es kann ja nicht nur Gut und nur Böse geben. Da sind ja auch noch mega große Unterschiede bei. Holy shit, gar nicht gut. Meine Eltern haben mir von Anfang an die Freiheit gelassen, meine Religion selber zu wählen und auch das zu wählen, wonach ich lebe und wie ich danach lebe. Da haben meine Eltern mir überhaupt keine Einschränkung gegeben und mir jede Religion und alles, wofür ich mich interessiert habe, gezeigt und mich auch in allem unterstützt, was ich vorhatte. Luna ist über ihre Eltern zum Heidentum gekommen. Ihr Vater Mike ist noch christlich erzogen worden, lebt aber seit vielen Jahren als Heide. Kleine Rituale am Hausaltar gehören für ihn zum Alltag. Ich habe jetzt hier eine Räuchermischung aufgelegt mit Harzen. Die nennt sich der grüne Mann. Ist eigentlich eine Frühjahrsmischung, aber sie ist, um die Lebensgeister zu wecken, um wieder Kraft und Energie zu kriegen. Wir haben das Rad für ewigen Kreislauf und als Symbol der Sonne.
Die Göttin Ceridwen ist eine keltische Göttin. Sie steht für Wasser und Wiedergeburt, weil aus dem Wasser kommt, oder ohne Wasser würde es nie Leben geben. Familie Schmink lebt im katholisch geprägten Münsterland. Öffentlich über ihren heidnischen Glauben zu sprechen, war für sie nicht immer selbstverständlich. Anfangs mussten wir oder haben wir es geheim gehalten, dass wir den heidnischen Glauben haben. Da war es noch nicht so weit, dass es akzeptiert wurde. Da waren Andersgläubige, wurde immer als Sekte bezeichnet und Ähnliches und schlecht gemacht. Und da hatten wir Angst, dass es zu Repressalien kommt. Auch die Schmings leben ihren heidnischen Glauben sehr individuell und kombinieren Elemente aus verschiedenen Richtungen. Während Luna sich als germanische Heiden bezeichnet, fühlt ihr Vater Mike sich eher dem keltischen Heidentum nahe. Zum Beginn der dunklen Jahreszeit bereiten sie einen Wintermann vor. Eine Figur aus Getreidehalmen, die das Haus und seine Bewohner vor Kälte und Hunger beschützen soll. Es ist für uns eine rituelle Handlung. Wir sind mit Gedanken jetzt dabei, das Jahr abzuschließen. Der Winter kommt, die Tätigkeiten fahren jetzt alle runter. Der Körper soll zur Ruhe kommen. Und das ist so der Anfang damit. Das läuten wir quasi damit ein. Also für uns ist das Jahresende nicht so Silvester wie bei den meisten, sondern unser Jahr schließt mit Samhain oder Samhain, eigentlich bekannt unter Halloween, für uns ab und gehen dann in die dunkle Jahreszeit, um daraus dann wieder ins Leben zurückzukehren. Genau. Und nach der längsten Nacht begrüßen wir morgens dann an einem Berg, wo wir nach Osten freie Sicht haben, die aufgehende Sonne wieder. Und das ist dann für uns quasi das Julfest, wo wir dann feiern. Die Erfahrungen im christlichen Umfeld waren für Luna nicht immer einfach. Wir hatten große Sorgen, dass Luna benachteiligt wird durch ihren Glauben. Unter anderem, Luna war auf einer katholischen Grundschule. Da fing es an, schwierig zu werden, weil es wurde nicht akzeptiert. Zum Beispiel, dass sie Aschermittwoch kein Aschekreuz auf die Stirn haben wollte. Das wurde nicht akzeptiert. Sie musste dieses Aschekreuz kriegen, wie alle anderen auch. Seit Lunas Kindheit hat sich jedoch einiges getan in Sachen Akzeptanz. Erde, die es uns gebracht. Sonne, die es reif gemacht. Liebe Sonne, liebe Erde, euer nie vergessen werde. Guten Appetit! Ein Tischgebet ist bei den Schmähing selbstverständlich, so wie auch in manchen christlichen Familien. Ja, ich habe dahinter gar nicht mehr zugehört. Luna bereitet für den Religionsunterricht ein Referat über das Heidentum vor. Keine Ahnung. Papa, kommst du bitte einmal? Was sind das für Symbole? Welches meinst du? Hier die Dreiecke. Das ist das Odinszeichen, auch Walknut genannt. Phönix, der mit bürgerlichem Namen Thomas Wömel heißt, sieht das moderne Leben mit Skepsis. Er ist davon überzeugt, dass die Menschen sich mehr zurückbesinnen sollten. Weg von der Hektik, der Missachtung von Traditionen und dem rücksichtslosen Umgang mit der Natur. Es ist die Grundlage, wo wir alle herkommen. Ich meine, wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wird die Natur nur noch als Freizeitevent erfahren. Man geht halt am Wochenende mal in die Natur und das war's dann eigentlich. Und was wir gerade mit der Natur anstellen, das ist eine riesen Schweinerei, eine riesen Katastrophe. Kann man nicht anders sagen. Aho, ihr Geister des Ortes. Wir sind hierher gekommen und wir sind hier Gäste. Und unser Respekt und unsere Achtsamkeit gilt euch, dem kleinen Volk, den Geistern dieses Ortes und den Tieren. Aho!
die Verbindung zur Natur wiederherzustellen, vor allem zu den Geistern, die Elementarwesen, die vor ein paar hundert Jahren von Menschen ja noch wirklich verehrt wurden. Und es gibt auch heute Menschen, die sie sehen, richtig sehen. Also ich habe immer wieder Kontakt auch mit Personen, die nehmen die wahr, wenn ein Faun durch den Wald läuft oder kleine Wesen, Kobolde. Und solche Menschen landen bei uns heutzutage ja ganz schnell in der Klapse, glauben selber, sie sind verrückt. Aber die Elementarwesen, die sehen uns, auch wenn wir sie nicht sehen. Moderne Schamanen wie Phönix berufen sich nach eigener Aussage auf jahrhundertealtes Wissen. Sie versetzen sich in eine Art Trance und sie versuchen, eine Verbindung zu schaffen zwischen einer geistigen Welt und der Welt, die wir sehen. Phönix will damit zum Beispiel Menschen heilen, die unter psychischen Belastungen leiden. Ich gehe auf eine Ebene, die würde ich fast schon als Traumebene bezeichnen. Das sind innere Bilder und mache mit den Menschen eine Reise, gehe nach innen. Und je nachdem, wie jemand sich darauf einlässt, führe ich ihn ein bisschen. Und manchmal geht der Film auch ganz von alleine los. Und je nachdem gehe ich auch manchmal direkt in die Situation zurück, wo das Trauma entstanden ist. Und dann kommt es eben zu Blockaden. Und das sind richtige Knoten im Energiekörper. Und die versuche ich eben wieder zu lösen. Erstmal aufzuspüren und dann zu lösen. Schamanen durchlaufen keine Ausbildung im klassischen Sinn. Von der Schulmedizin werden sie nicht anerkannt. Aber manche Menschen, die mit der modernen Medizin hadern, sehen darin eine ganzheitliche Alternative. Schmerz darf gehen. Ich habe immer wieder mal Leute, die bei Therapeuten waren und haben da 12 Sitzungen gehabt. Dann zahlt die Krankenkasse nicht mehr. Und dann ist aber die Sitzung abgeschlossen und sie stehen da, aber werden nicht mehr abgeholt, weil etwas fehlt, ein Ritual fehlt. Und ich mache mit den Menschen, wenn es nötig ist, auch mein Ritual, um Dinge hinter sich zu lassen, endgültig abzuschließen. Luna geht in die 12. Klasse einer Berufsschule. Gleich hält sie im Religionsunterricht ihr Referat über das Heidentum. Wieder am Klassen ist. Marc, wenn die Paula dran ist. Das ist wirklich hart lustig. Was wissen Sie schon, was wussten Sie, bevor Sie Luna kannten, schon über germanische Gottheit? Also eigentlich nur den Großteil aus Büchern oder halt aus dem Spiel God of War. Aber das ist, glaube ich, eher fiktional und nicht wirklich auf dem mythologischen selber beruht, sondern ein bisschen abgeändert. Geschichten über die alten Götter bilden die Grundlage des germanischen Heidentums. Die historischen Überlieferungen sind für Luna oft nur schwer zu verstehen. Die Entstehung, die Weltentstehung steht auf jeden Fall in der Edda. Das ist die Bibel für uns, wenn man es so nehmen möchte und so sagen möchte. Ich persönlich komme mit dem Schreibstil in der Edda nicht klar und verstehe dadurch viele Sachen falsch und habe mir deshalb dieses Buch gekauft. Das sind die Geschichten von Yggdrasil. Das ist eine vereinfachte Erklärung von allen oder den wichtigsten Geschichten und der Weltenentstehung und dem Leben der Götter. Bekanntere Gottheiten sind Odin, Thor, Loki und Freya. Odin ist eben bekannt als Allvater und als Schöpfer. Thor ist sein Sohn, der Donnergott, auch Beschützer der Menschen. Er hat eben diese Liebe zu den Menschen mehr als andere. Wie wahr ist das, was da überliefert ist? Also im Endeffekt kann ich nicht beurteilen, ob sie stimmen oder wahr sind. Ich persönlich glaube eben daran, dass es stimmt.
Und dementsprechend ist es für mich wahr. Danke, es war super. Es gibt ja sehr viele Christen, sehr viele Juden, sehr viele Muslime. Es hat ja auch einen Grund, warum die Weltreligionen heißen. Aber so vom germanischen Heidentum, da kenne ich jetzt auch nur Luna und ihre Familie. Ich habe eine recht schwere Zeit hinter mir, weil ich lange in der Schule gemobbt wurde. Ich hatte das Bedürfnis, Hilfe zu suchen. Da habe ich für mich selber das erste Mal auch gemerkt, ja, ich bin religiös. Und dadurch bin ich auch einen großen Teil gewachsen, auch an mir selber. Für Phönix steht das Heidentum im Mittelpunkt seines Lebens. Der Schamane und Ritualleiter schreibt Bücher und macht Kunst, unter anderem Masken. Die Maske steht ursprünglich traditionell eigentlich für einen Hilfsgeist. Und der Hilfsgeist wiederum ist eigentlich der sichtbare Prozess eines psychologischen Prozesses, das der Schamane durchlaufen hat. Und der verleiht er damit Ausdruck. Und wenn ich natürlich so eine Maske bearbeite, ist das immer auch nicht nur ein kreativer Prozess, sondern auch ein meditativer Prozess, in den ich eintauche und meine eigene Kraft verdichte in diese Maske hinein. Schamane und heidnischer Künstler seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist allerdings nicht einfach. Ich komme damit durch, dass ich so viele kleine Standbeine habe. Ich baue die Rasseln, ich mache die Masken, ich habe Klienten. Ich glaube, ich habe schon 14 Bücher oder so geschrieben in den letzten 20 Jahren. 2003, da hatte ich irgendwie im Jahr knapp 20.000 Euro mal verdient mit Büchern. Und dachte mir, wow, jetzt geht's los, endlich. Und ab da ging es nur noch bergab. Weil dann kam das Internet 2004, 2005 und man konnte damals schon nicht davon leben, vor allem nicht mit so speziellen Themen. Und jetzt geht es überhaupt nicht mehr. Und im Wissen um die Gerechtigkeit, Sommersonnenwende in Berlin. Die Liebe zu ihr. Es ist eines der wichtigsten Feste des heidnischen Kalenders. Sinmara trifft sich mit einigen Druiden. Eine Feier im kleinen Kreis. Wasser der Erde von Nord und Süd, von Ost und das Ritual findet trotz Regen statt. Das Heidentum ist eben eine Naturreligion. Trotz ihrer Faszination für archaische, mystische Themen hält Sinmara nicht viel von einer Glorifizierung der Vergangenheit. Die IT-Dozentin will nicht zurück zu einer angeblich besseren Zeit der Vorfahren. Man wird dankbar für die moderne Welt, finde ich. Also immer, wenn ich dann so bei solchen Sachen manchmal dann im Regen stehe, knöcheltief im Schlamm und es ist kalt, dann freue ich mich sehr auf meine Zentralheizung. Und für mich ist das wichtig, halt mit beiden Füßen in der modernen Welt zu sein, mit beiden Füßen auch in der Wissenschaft zu sein. Also zu gucken, was ist jetzt wirklich auch erwiesen und nicht irgendwelchen Schwurbelquatsch zu glauben. Sinmara besucht ein Straßenfest, das Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen zusammenbringt.
Als studierte Theologin ist es ihr wichtig, mit Menschen verschiedener Religionen ins Gespräch zu kommen. Mit dem Arbeitskreis Pagane Wege und Gemeinschaften vertritt sie die heidnische Szene bei der Langen Nacht der Religionen in Berlin. Eine Veranstaltung, an der sich fast 100 Kirchen und religiöse Gruppen beteiligen. Moderner Paganismus. Und wir machen ja seit 2015 bei der Langen Nacht der Religion noch mit der Veranstaltung. Wir sind pagane Wege und Gemeinschaften. Das sind also Druiden, Schamanen. Man sitzt dann im Wohnzimmer, so alle Generationen durch. Sonst würde einen nichts verbinden. Also der Beruf nicht, das Alter nicht, das Geschlecht nicht. Aber man hat halt einen gemeinsamen spirituellen Kern. Und sitzt im Wohnzimmer zusammen und isst Suppe. In der heißen Suppe kann man über alles diskutieren. Sinmara will dazu beitragen, die weit verbreiteten Vorurteile gegenüber Heiden abzubauen. Mit allen Religionen gibt es problematische Menschen. Und genauso wie es für den Islam gilt, dass nicht alle Leute, nicht alle Muslime, auch nicht alle orthodoxen Muslime gefährlich sind und potenzielle Terroristen, das gilt da genauso, wie es halt für Pagane gilt, dass nicht alles irgendwelche Astro-TV-Hexen sind oder irgendwelche Neonazis. Also ich bin bei einem der ersten Events mal gefragt worden, ach ja, ihr seid also Pagane, also Heiden, ihr seid die, die die Sommersonnenwende feiert, wie die Nazis. Sag ich hier, ach so, ihr seid Christen, die das Weihnachtsfest feiern, so wie die Nazis. Hallo zusammen, heute haben wir mal ein ganz besonderes Thema für euch. Phoenix betreibt einen YouTube-Channel. Heiden-TV. Über 12.000 Abonnenten folgen seinen Filmen über alle möglichen heidnischen Themen. Manches provoziert. So hat er zum Beispiel ein Interview mit einem umstrittenen rechten Künstler produziert und eine vierteilige Reihe über das Hakenkreuz. Das hat in der Heidenszene zu einem regelrechten Aufschrei geführt. Gerade bei einigen Vereinen, die halt sagen, dass sie schon seit Jahren versuchen, sich abzugrenzen. Das ist natürlich ganz wichtig in der Szene, dass man sich immer möglichst gegen rechts abgrenzt. Und jetzt kommt da der Phönix daher und macht ausgerechnet eine Sendung über die Swastika, also sprich das Hakenkreuz, das böse Hakenkreuz, die Swastika, und bemühe mich, um aufzuklären. Die Swastika ist ein Kreuzsymbol mit abgewinkelten oder gebogenen Armen und kommt in zahlreichen Formen nachweislich seit mindestens 10.000 Jahren in Asien, ebenso aber auch in Europa vor. Seltener wird es in Afrika. Bestimmte Begriffe und Traditionen wurden durch das Dritte Reich vereinnahmt. Phönix will wieder an die ursprüngliche Bedeutung erinnern. Ein Beispiel dafür ist für ihn der Ausruf Heil, den viele Heiden bei der Anrufung von Göttern verwenden. Oder hast du auch einen kollektiven Schmerz, der mit diesem Symbol verbunden ist? Für mich ist es eigentlich ein Missbrauch, weil ein Symbol oder auch ein Segensspruch kann ja nichts dafür, was wir Menschen damit tun und wie wir ihn verwenden. Ich möchte dieses Heil nicht vereinnahmt wissen, einfach immer nur von Menschen, die rechtsextrem sind. Wenn du das nie aufgearbeitet hast, dich nie damit auseinandergesetzt hast und einer ruft Heil Odin, um Gottes Willen. Die Nazis, aber die gibt es halt auch noch, die Heil-Odin-Brüller. Und das sind halt noch Nazis. Und deswegen ist es so schwierig. Es waren Anhänger von nationalistisch-völkischem Gedankengut, die im ausgehenden 19. Jahrhundert die heidnischen Religionen wiederentdeckten. Damit einher ging eine Ablehnung des Christentums. Stefanie von Schnurbein hat die Geschichte des germanischen Neuheidentums untersucht. Mit dem Aufkommen der sogenannten völkischen Bewegung, da kommen so die ersten Tendenzen. Wir müssen das Christentum von seinen jüdischen Wurzeln reinigen. Nach Ansicht der Völkischen kann eine Religion, die in Palästina entstanden ist, die dann auch als Wüstenreligion abqualifiziert wird, kann nicht im waldreichen Deutschland gedeihen. Die völkische Bewegung hat anfänglich große Überschneidungen mit den damaligen Lebensreformbewegungen, die eine Rückbesinnung zur Natur propagieren. Sie legen Wert auf Gesundheit und Körperkultur, auf Esoterik und Spiritualität. Man muss sich das wirklich als so ein lebendiges Feld vorstellen von Erneuerungsbewegungen, die aber auch sehr konservativ oder reaktionär ausfallen können und die alle reagieren auf die technisch-industrielle Modernisierung der Zeit.
Vom Aufkommen des Nationalsozialismus ist die völkisch-religiöse Bewegung zunächst begeistert. Sie hofft, in der neuen Gesellschaft Staatsreligion zu werden. Doch die Hoffnung erfüllt sich nicht. Nach ihrer Machtergreifung suchen die Nationalsozialisten die Nähe zu den Kirchen. In der Nachkriegszeit formieren sich viele der alten Gruppen neu. Auf ihren Feiern, die nur mit versteckter Kamera gedreht werden können, vernetzt sich die rechtsextreme Szene. Bis heute. Ich rufe die Götter Asgards und Vanaheims. Nehmt teil an diesem Blut und haltet Wacht. Für Außenstehende ist es oft schwer zu erkennen, ob die Teilnehmenden eines Rituals zur rechten Szene gehören oder strikt dagegen sind. Herr des Rechts, Herr des Tings und der Aussprache. Der Elderring, gegründet in den 90er Jahren, grenzt sich klar von Rassismus und Antisemitismus ab. Auch Luna gehört zum Elderring und ist das derzeit jüngste Mitglied. Es gibt nicht nur rassistisches Heidentum, es gibt auch Heidentum, was auf den Grundlagen der bundesdeutschen freiheitlich-demokratischen Grundordnung existieren möchte, in der wir uns von Sachen wie extremistischen Strömungen, von Ausgrenzung und Diskriminierung, von sexistischen Dingen auch trennen wollen und das eben nicht noch, also quasi uns dagegen stellen wollen und eine Alternative darstellen wollen. Der Elderring ist mit 400 Mitgliedern der größte germanisch-heidnische Verein in Deutschland. Wie viele Menschen hierzulande dem heidnischen Glauben nahestehen, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Viele von ihnen leben ihren Glauben privat oder in kleinen Gemeinschaften, abseits der Öffentlichkeit. Das ist die LGBTQ-Flagge. Wir wollen damit eben auch zeigen, dass unser Verein eben auch komplett offen dafür ist, dass hier jeder so sein kann, wie er will und dass niemand dafür verurteilt wird, was er sein möchte. Der Elderring vertritt das germanische Heidentum in Deutschland. Zum Programm des Wochenendes gehören neben gemeinsamen Ritualen und der Vereinsarbeit auch Vorträge und Workshops zu verschiedenen Aspekten des Heidentums. Justitia oder bei uns Forseti. Das sind alles menschliche Dinge, menschliche Ideale oder Odin als Gott der Weisheit, die wir personifizieren. Die Überschneidung oder die eigentliche Lokalisierung. Das ist eigentlich wunderbar, was unser Weltenbaum. Schon kurz nach der Gründung trat der damals 16-jährige Konstantin Weiß dem Elderring bei. Er möchte seine Erfahrungen an Luna weitergeben. Da siehst du halt auch so diese quasi das Konzept von Yggdrasil, ne, der Weltenesche, dem Weltenbaum, wo du siehst, dass durch die Wurzeln die Welt nach unten in die Unterwelt verbunden wird. Ne, und deshalb stehen Bäume bei uns als Verbindung zwischen dem Totenreich, dem Kommen und Gehen, dem Leben, der Fruchtbarkeit. Ja, und vor allem auch zu der Verbindung zwischen Himmel und Erde, beziehungsweise zwischen den Göttern und uns. Heide sein ist für Konstantin ein wichtiger Teil seiner Identität. Als Zeichen hat er sich einige Runen tätowieren lassen. Ich sehe, du hast Tattoos. Was genau bedeuten denn die Zeichen bei deinen Tätowierungen? Also tatsächlich sind alle meine Tattoos, die ich habe, haben einen religiösen Hintergrund. Ich glaube, der Ursprung der meisten Tattoos, wenn man sich auch gerade im Tribalistischen umsieht, basiert darauf, dass man eine Art Reifeprozess des eigenen Ichs, des eigenen Werdens dokumentiert. Und zum Beispiel auch dieses Tattoo, welches für die Abwehr der Feinde steht, um mich selber zu schützen. Um auszuzeigen, dass ich bereit bin, andere zu schützen. Und jedes Tattoo, welches ich mir steche, hat etwas damit zu tun, wie mein eigener Werdegang auch in meiner eigenen Religiosität stattfindet und erzählt seine Geschichte.
Runen sind heute oftmals mit Symbolgehalt aufgeladen. Wissenschaftler wie Rudolf Simek sehen das eher skeptisch. Diese Runen, die da so gerne verwendet werden von Neuheiten für alle möglichen magischen Zwecke, die sind ganz einfach in der germanischen Zeit eine Schrift und haben per se nichts Magisches an sich. Man kann natürlich auch magische Formeln damit schreiben oder Amulette beschriften, aber das kann ich mit der Lateinschrift genauso und das passiert auch parallel. Dass Runen eine magische Wirkung haben oder man mit ihrer Hilfe gar die Zukunft vorhersagen könnte, bezweifelt der Wissenschaftler. Wenn ich dann hergehe und sage, wenn ich mir eine Fee-Rune auf den Handrücken male, dann werde ich Glück haben in Gelddingen, dann halte ich das für absoluten Mumbitz, nicht? Aber wenn es demjenigen hilft, na meinetwegen. Aber mit den Quellen hat das absolut nichts zu tun. Der Faszination für vorchristliche Mythen tut das keinen Abbruch. Heidnische Rituale werden nachgefragt. Phönix wurde von Stefan und Carsten als Ritualleiter für ihre Hochzeit, die sogenannte Eheleite, engagiert. Ich gelobe, dich, unser Heim, bestehend aus Haus und Hof, mit diesem Schwert vor jeglichem persönlichen Schaden zu schützen. Gleichzeitig übergebe ich dir... Stefan fand über seinen Partner Carsten zur heidnischen Community. Das erste Mal, wo ich dort war, habe ich gedacht, wo komme ich denn da jetzt hin? Um Gottes Willen, was erwartet mich denn da? Kenne ich so nicht. Egal, wie ihr jetzt seid, ob normal, ob gewandet, ob schwul, ob lesbisch, ob hetero, es ist total egal. Und das war das, was mich dann wirklich so fasziniert hat. Du bist mein Mann. Und du bist meiner. Wir sind mit dir umgegangen als Mensch und nicht irgendwie als Objekt. Es war einfach... erlösend vielleicht in dieser Hinsicht, so von wegen, du wirst einfach akzeptiert. Aho! Aho und heil euch, alte Götter! Das Band. Modernes Heidentum hat viele Gesichter. Wer in die Welt der germanischen Götter und Kulte eintaucht, kann rechtem völkischen Gedankengut begegnen, aber viele neue Heiden betonen Offenheit und Toleranz. Sie verbinden Individualität mit Kreativität. Naturliebe mit spiritueller Sinnsuche. Mit den Kräften der Götter in der Anderswelt gewoben, sei euch die Liebe stets gewogen. Liebe soll euch stets verbinden. Ja! Die Rückkehr der alten Götter. Eine Reaktion auf die moderne Welt.